Auf zum Finale des zweiten Kapitels. Es trägt den Namen Lenzhausener Bäderkämpfe. Wir wissen nun, wer Walzer so aufgeblasen hat. Schnapp dir Wabbelwutz! Okay, machen wir das. Nix wie rein in diese Mission. Alles Klärchen, Wunderbärchen, es kann losgehen, Freunde. Blas das Ausrücken! Ist es jetzt wirklich Ausrücken? Vorher war es doch wirklich Ausziehen. Hä? Ist es unterschiedlich pro Kapitel oder was? Muss ich mal beobachten. Okay, Film ab, oder? Wabbelwutz! Oh! Wabbelwutz! Kein weiterer Kommentar. Wabbelwutz. Okay. Das ist echt ein enormer Yokai, was? Diese Schnute, ich würde sie gern überall erkennen. Gerne? Wo ist es gern, Herr? Wer mischt sich hier meine Schweinsangelegenheiten ein? Mächtig verdächtig, er muss hinter all dem stecken. Er ist auch ziemlich stark, Soldaten, gebt euer Bestes. Ja. Na gut, Shibanyan ist ja ein bisschen gut gelevelt. Opa Gusto und Nixta allerdings weniger. Das auch aus voller Absicht. Gut, ich werde ihn direkt anvisieren. Was hilft's, oder? Schade, dass wir den nicht mal irgendwie im Schwimmbad selbst bekämpfen oder so. Das muss auch hier draußen sein. Schade, Marmelade. Oh, sehr viele Unikugeln. Das ist schön. Patrouille. Ah, vom Boss hier auch keine Patrouille. Sehr interessant. Ja, mein ohnmächtigen Freund! Oh, okay. Ein Freund sitzt in der Klemme, ihr werdet doch helfen, oder? Ich probier's. Was ist los? Ach du Schande. Ich weiß noch, wie ich in Yo-Kai Watch 1 bei Wabbelwutz echt schlecht aussah. Was? Ja, mach doch einfach direkt nochmal. Was soll denn das? Warum muss es dann... Ja, moin, willkommen zurück. Hier steht ausziehen, okay. Dann stand er vielleicht schon die ganze Zeit ausrücken. Was zur Hölle, Mann? Na gut, ich habe einen Stärke-Talisman, oder was ist es für einer? Soll ich mich doch viel besser vorbereiten? Das zählt ja gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man den irgendwie noch anders angehen sollte. Seine Schwachstelle ist ja wie immer der Bauchnabel, den er versucht, sich zu schützen. Aber spielt das im Blasters überhaupt eine Rolle? Oh, durch die Patrouille kommt er jetzt hierher. Opa Gusto wurde schon wieder schwer verletzt. Opa Gusto ist schon weg. Das dauert leider ein ganzes Stückchen, bis er wiederbelebt ist. So, jetzt komme ich. Er macht Stampfattacken. Da müsst ihr unbedingt ausweichen, Freunde. Ich meine nicht euch Zuschauer. Oh, fuck. Sondern meine Yokai. So schlau seid ihr doch noch, oder? Gut, jetzt gehen sie nicht alle sofort down. Das muss ich echt nochmal angucken, warum da alles so rapide schief lief. Hey, diesmal hat er uns auch wieder erwischt. Gut, wenn der einen Ulti-Seel einsetzt, dann kann ich mir schon vorstellen, sieht's düster aus für uns, aber trotzdem. Liebe Prügel, ich will einen Ulti-Seel, ne? Könnte ich auch nicht direkt schnell weglaufen. Schweinebraten, er lädt seinen Ulti-Seel auf. Ich mache echt die Wiege. Sehr gut, gut gemacht. Ihr macht euch. Ich habe das Glück für euch, ihr Narren. Jetzt ist Schluss mit lustig, Schweinebombe. Komm, der Ulti-Seel muss doch noch rein, Shibanya. Das wäre dann ein schöner Finish auch. Ulti-Seel, okay. So, lass nochmal die Bombe machen. Sehr gut. Zielen und...
Tatzen des Zorns, damit geht er down, oder? Er wird kalt. Zeit, sich zurückzuziehen. Lass dir nicht entkommen, Soldaten, hinterher. Wenn ihr ihn habt, gebt ihm Saures. Ich gebe mein Bestes. Ah, er macht Pause. Dann ist er gut. Haha, die Wabbelwurz. Aber diesmal haben sie alle überlebt und ich habe auch trotzdem keine große Rücksicht auf die anderen genommen. Was soll ich auch machen? Ich bin ja nicht der Heiler. Sondern ich steuere den Angreifer. Aber hey, was war denn so viel anders? War nicht schon extrem angeschlagen? Oder wie schaut's aus? Und die Uni-Kugel nimmt ihr bitte mit. Ich denke nicht, dass er wirklich entkommen kann. Obwohl, liegt im Bereich des Möglichen. Das sind auch die Bäder. Da will er hin. Deswegen, lasst ihn da nicht hin. Sehr gut, ihr habt ihn. Kumasan ist ohnmächtig geworden. Wo ist er? Er ist in die Wanne geflohen. Holt ihn euch. Eine unserer Freunde steigt auf. Oh, dammit! Okay! Diese Kinder heutzutage viel zu ungeduldig. Was mach ich denn jetzt? Hat? Hä? Die sterben trotzdem! Was hab ich euch gesagt? Was zur Hölle? Ja, die haben mir das erklärt, aber... Ach, ist das ätzend gerade. Dabei hatte ich ihn schon. Tja. Hilft ja alles nichts, dann pimpen wir das trotzdem. Pass auf. Pimpen wir unsere Leute. Wir haben ja noch was übrig aus dem letzten Kapitel. Ich hielt mich halt nur für besonders klug und dachte, das geht so. So, der nächste bekommt noch was. Level 7 klingt doch gut. Die haben wir auch noch übrig. Die nicht. 101 habe ich noch. Meine Güte! Kannst mich nicht aufhalten! Das ist mir fast ein bisschen peinlich, ne? Aber man lernt dazu, also. Der Vergleich war schon treffend. In Yo-Kai Watch 1 habe ich das auch unterschätzt. Dann kam Wabbelwurz. Naja, damals war ich aber aufgeschmissener als heute. Also ich opfere mir ja meine eigene Energie, aber ich dachte, wenn die belebt sind, dass sie dann belebt bleiben. Und trotzdem sind die ja wieder aufgestiegen, so sagt's. So sagt's Schleifer. Ja, kann schon mal passieren. Dämlich. Dabei hatten wir es schon geschafft, ne? So ein bisschen schade, Marmelade. Also es ist immer random, wo man aufkreuzt. Das ist Achtung! Und auch ob uns eine Patrouille erwischt und er sofort bei uns landen wird. Das ist eine Patrouille. Ach, und der kam jetzt nicht zu uns. Der kann ruhig zu uns kommen. Die Bäder geflohen. So, die anderen gehen jetzt nicht so schnell down, die haben einen deutlich höheren Level. Und ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann. Angreifen. Und halt ausweichen, wenn er die Schweinebombe macht. Wenn möglich. Wenn Shibanyan gerade im Angriffsmodus ist, ne, dann ist auch ein bisschen schwierig. So, euch geht's noch gut, ja? Also der Nixter wird auch permanent getroffen, weil er sich nicht großartig wegbewegt. Er ist jetzt auch nicht einer der agilsten, was das betrifft. Halte durch, Komasan. Oh.
Ist schön, dass ich gespeichert habe. Jetzt habe ich auch die Items nicht mehr zur Auswahl. So, bei der Hälfte der Energie sagt Schleifer ja auch so ein kleines Lob. Lieber Opa Gusto, wenn du so ein bisschen heilen würdest, das ist ja dein Job so. Das ist ja auch ganz geil. Bin trotzdem dabei. Einer gegen vier ist unfair. Aber gut, die Hauptspiele haben gut reden manchmal. Weil da holen sich die Bosse ja oft Handlanger dazu. Wiederum andererseits gibt sie hier ja auch. Ultisiert ist okay. Aber ich mach den nicht jetzt, sondern gleich. Wenn er jetzt außer Atem ist. Dann mache ich den Ultisee. Oh, die treffen sehr gut. Hinterher, Freunde! Halte den Dieb! Ich bin eben auch stehen geblieben, um die Kugeln zu holen. Das war auch halt so eine Sache. Das wäre vielleicht entscheidend gewesen. Aber jetzt steckt er ordentlich ein, ne? Er teilt halt nicht mehr aus. Er versucht nur noch wegzurennen. Wow, aber das will ich. Hey. Wie will der denn noch einstecken, sag mal? Wahnsinn. Ja, was heißt, in die Bäder geflohen? Der ist halt da. Ich werde es auch zu verhindern wissen, hoffentlich. Oder muss der Story bedingt dahin? Ich jetzt schon, weil... Gut, ihr habt ihn, heißt es. Wir brauchen Bart, ein Lava-Bart, sofort! Nicht gut! Er ist in die Wanne geflogen. Ach, so soll das weitergehen, dass er da rein... Oh, ich dachte, das wäre Fail. Nee. Dieses kleine Schwein kann schwitzen, ist himmlisch. Gefahrlos unter professioneller Aufsicht durchgeführt. Ja, moin. Also sind wir doch irgendwie hier. Jetzt habe ich aber durch die vielen Angriffe... Drück lieber mal auf Kamera festhalten. Was? Okay. Er hat sicher was im Petto und könnte seine gesamte... Ich brauche was im Petto. Oh, hat gar nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hätte. Sollte man wirklich im Blick behalten. Ja, zu unterschätzen ist das alles nicht, ne? Aber unser ständiger Angriffseinsatz auf seiner Flucht wurde halt extrem mit Onikugeln belohnt. Nicht unterschlagen an der Stelle. Eiswasser. Ja, was macht der auch da drinne? Boah, das ist jetzt... Okay. Sagt er und geht rein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass auch das ganze Wasser jetzt lavamäßig wird. Er mag's sehr warm, das stimmt schon. Gut ist auch, dass immer angezeigt wird, wo seine Angriffe landen, also... Das zum Beispiel wurde gerade wieder angezeigt, oder... wo er seine Schweinebombe durchführt. Da finde ich ziemlich gut. Oder einen Eimer hat er geworfen. Alles jedes Mal gezeigt. Hier. Das finde ich legit. Das finde ich neu. Leider bringt der Ultisee gar nicht so fantastisch viel. Es ist wirklich gemein, alle auf einen, ne? Man könnte von Mobbing reden. Oh, warte. Wappelwurz ist müde. Und sie ist drauf da. Das ist eure Gelegenheit. Schlagt sie nieder. Gelegenheit niederschlagen? Moment, was sind da für Items? Was ist das? Ah, man kann das Wasser zurückverwandeln. Okay, ja gut. Aber er ist eh down! Wabbelwurz, für dich reicht auch lauwarm. Jawohl. Du Warmduscher, du. Wabbelwurz. Ja, so mag ich's. Gut gemacht!
In der Tat, gut gemacht. Aber erst nachdem ich... Ja, man darf... Ich sollte halt doch nicht mehr hochnäsig sein. Ihr seht, das ist dann... Ich habe auf die Nase bekommen dementsprechend. Und meine Lehren gezogen. Jetzt gab es doch ein Happy End. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Denn wir erreichen ja quasi Kapitel 3. Mission geschafft. Blastes Rang 2. Oh yeah. Nur 630. Ich habe mit mehr gerechnet. Eine blaue Münze. Cool. Auf dem Hausdach. Das machen wir doch direkt mal. Vielleicht haben wir Glück. So, Blastes Rang ist das Haus jetzt aufgestiegen. Beeindruckend. Wir haben Wabbelwurz besiegt. Und er ist ein ziemlich starker Gegner. Miau, haha. Das Schwein war doch viel zu einfach. Wenn wir richtig zur Sache gehen, gibt es nichts, was uns aufhalten kann. Ich habe einen Mordspaß. Schwungvoll und richtig gesagt. Tschatscha, ich freue mich, dass alles geklappt hat. Ich mich auch. Ich meine, es ist nur das... Ja? Oh je, du siehst aber blass aus. Was ist denn jetzt wieder mit dir los? Es gibt noch einen Freund, der zum Badehaus gegangen und nicht wieder aufgetaucht ist. Wie hieß der andere? Wie hieß der andere? Walzer, Tschatscha und... Sie wird es uns jetzt sagen. Ja. Noch einer. Doch nicht schon wieder etwa Walzer? Kann er sich nicht mehr aus seinen Schwierigkeiten raushalten? Nein, diesmal handelt es sich nicht um ihn. Walzer, geht's gut? Um wen geht es dann? Diesmal fürchte ich... Gar nicht gut. Geht's um Blattler. Stimmt. Warte mal. Noch mehr Seegras. Was zum Henker? So, ich war verwirrt. Was ist nur mit diesen Typen? Müssen wir das echt auch noch machen? Gehört das zu Kapitel 2? Wie ist denn das? Demnächst bei Yo-Kai Watch Blasters. Yo, ich bin KJ. Mein Team besteht aus Blasters. Wir nennen uns Elite. Wir ziehen heute durch die Straßen. Das ist eine Show, die ich euch biete. Kumajiro, warum sprichst du so? Was ist los? Kapitel 3. Ach du meine Spiralen. KJ auf Patrouille. Nicht verpassen. Ja, KJ. Kumajiro macht einen auf ein bisschen hipper. Oh je, Mini, da bin ich gespannt, ja. Ja? Was? Du hast mehr Teilzeitkräfte eingestellt? Ja, aber Wabbelwurz gehört zu Yo-Kai Watch 1. Und der nächste Boss, man hat ihn schon gesehen, wer ihn ja kennt, ne? Der ist ja aus Yo-Kai Watch 2. Ich weiß auch, wie er heißt, nur ein bisschen, ne? Teilzeitkräfte. Ja, nachdem ihr diesen Wabbelwurz besiegt habt, ich hab zu tun. Bekommen wir mehr Anrufe, haben wir immer mehr zu tun. Ist das so? Sie scheint nicht gerade beschäftigt. Schön, wo sind denn die Neuzugänge? Sie sind bei Schleifer am Hallo sozusagen. Sie sollten bald zurück sein. Habt etwas Geduld. Oh nein, alle drei, ja. Begrüßungsrunde, das sind die Neuen. Ich bin Walzer. Jo, ich bin Walzer. Ich bin Tschatscha. Ich bin Tschatscha. Hey du, ich bin Mit euch kennenzulernen, ich bin Blattler. Zusammen sind wir das Seegras-Trio. Da ist Walzer wieder. Oh ja, in der Tat. Sie werden all meine Arbeit... Ich meine, sie werden mir nur etwas aushelfen. Hätte beinahe die Wahrheit gesagt. Wir hätten unser Bestes gegeben. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch für die Hilfe in den Bädern revanchieren. Juhu. Hallo nochmal, schön euch zu sehen. Du kannst um Items und andere Dinge am Eingang im Erdgeschoss erhalten. Bekomme ich da Jibanyan S und so? Zunächst ist der Walzer. Er kümmert sich um Belohnungen und Mitteilungen. Unter Belohnungen erhalten findest du eine Belohnung fürs Verbinden und mehr. Na also. Wenn du Spotpass aktivierst, erhältst du Spielbenachrichtigungen. Blattler kümmert sich um den Erhalt von Items. Unter Download findest du herunterladbare Items. Überprüfe ab und zu dieses Menü, da regelmäßig Updates erfolgen.
Wenn du Passwort wählst, kannst du Passwörter für Items eingeben. Passwörter für diese Items erhältst du in Sonderaktionen. Außerdem kann Plattler für dich einen QR-Code einlesen. Du kannst einen QR-Code einlesen und Items von ihm erhalten. Passwörter und QR-Codes kannst du über Sonderaktionen erhalten. Bei ChaCha kannst du einen Download-Code eingeben und dann limitierte Items erhalten. Und der Download-Code eingeben gibt den speziellen Download-Code ein. Das ist so selbsterklärend. Danach erhältst du unter limitierte Items dein Item. Sprich mit den drei Yokai, wenn du deine Spezialitems möchtest, okay? Es ist echt ganz schön viel los hier mit all den Neuen. Huh? Was ist los, Komma-san? Starrst du ins All? Oh je. Hey, tut mir leid, hab gerade an meinen Bruder gedacht. Dein Bruder? Sein Name ist Komachiro. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Bruder. Oh nein. Manchmal ist er ein wenig einsam und traurig. Ich musste daran denken, dass er gerade irgendwo weint. Du sorgst dich wirklich sehr um deinen Bruder, Komma-san. Komachiro, ich frag mich, wie es dir geht. Ich dräng mich kringelig an bei den Blasters. Und damit beginnen wir mit Kapitel 3. Ach du meine Spiralen, KJ auf Patrouille. Wurde ja eben schon angeteasert. Oh, ich bin sofort hergekommen, was denn so dringend? So, so langsam, langsamer als eine Schnecke. Sir, jawohl, Sir. Gleich als ein Kulinarier auf den Kopf, geh mich nur an. Eine Nee, es ist Chibanya. Eine Schnecke? Hallo! Das ist Feldwebel-Schnecke! Gib nie auf! Ich bin ja heute auch dabei, um Klaffe zu unterstützen. Wie bitte? Da kommt noch ein Quälgeist. Wie viele Freunde Schleifer wohl hat? Nicht schlecht! Ich habe heute gute Neuigkeiten für euch. Oh, Schokoriegel, so viel wir wollen? Noch viel besser! Streck deine Hand aus! Rote Münze, ey, wenn man. Ja, da war es wohl kein Zufall, dass ich die andere Münze bekommen habe. Ja. Oh, aber was ist das? Eine Münze? Eine Yokai-Mat-Münze. Ja, ich kann ja am Yokai-Maten auf dem Dach benutzen. Du kannst nur den Yokai-Maten auf dem Dach des Blasters-Hauses benutzen. Auf dem Dach befindet sich ein Yokai-Mat, den du benutzen kannst. Es gibt bestimmte Yokai-Mat-Münzen. Diesmal wird das K hinter Yo groß geschrieben. Normalerweise wird das nämlich klein geschrieben. Habe ich aber anfangs, ganz am Anfang, auch so, also das K groß geschrieben, mit dem du den Preiskatalog ansehen kannst. Der Katalog ändert sich täglich. Sieh also nach, ob etwas dabei ist, was du wirklich willst. Eine Yokai-Mat-Münze mit dem Namen eines Yokai drauf heißt Chance-Münze. Eine Boost-Münze erhöht die Chance, dass der gewünschte Yokai erscheint. Eine Super-Schub-Münze erhöht diese Wahrscheinlichkeit enorm. Stärke deine Blasters mit Yokai und Items vom Yokai-Maten. Okay, super. Probieren wir das gleich mal aus. Ja. Hey, wartet kurz. Ich will das ausprobieren. Miau. Nein, die Münze wurde mir gegeben. Warte mal. Ist doch egal. Ich werde sie benutzen. Oh nein. Hey, kann ich nicht auch mal? Es reicht. Was sucht ihr es überhaupt? Wenn ihr so viel Energie zum Streiten habt, benutzt sie lieber auf eurer nächsten Mission. Kapitän, hab eine gute Idee. In der Innenstadt ist gerade etwas Seltsames. Unsere Gruppe kann sich das doch näher ansehen. Gute Idee, Feldwebel. Geht und patrouilliert die Innenstadt. Was? Nee. Also, das ist der Yokai-Mat, ja? Komm, dann machen wir direkt. Was? Moment. Oh, Moment. Gut, wenn es nur einen Yokai als ersten Preis gibt, ich meine, was soll ich machen? Kraftkaries. Das sind alles gute Yokai. Ich würde auch Vipolox nehmen. Mal sehen, was bei rauskommt. Lass mich doch ein bisschen Glück haben. Hornboxer ist aus der Kapsel herausgesprungen. Zweiter Preis. Danke, dass du mich rauslässt. Mein Kampfgeist ist am Überlaufen. Hornboxer! Ja, Hornochse. Na gut, gucken wir gleich mal, ob du taugst. Aber das sieht mir auch wieder nach einem Angreifer aus, wisst ihr. Froland hat die Medaille. Vielleicht Graf Karius, sehr gut, die anderen sind auch. Okay, nur beim dritten Preis sind ein paar Items. Okay, beim zweiten sind auch Items. Habe ich jetzt total verpeilt. Also alle haben Yokai. Erster, zweiter und dritter Preis. Nur dementsprechend sind die auch gut oder weniger gut.
Robofaust F. Klingt wie nach etwas für Robonjan. Wo ist denn jetzt? Wo sind denn jetzt die drei Blatt-Seegras-Dinger? Hier. Ich bin Chacha. Ich guck mir das nochmal ganz kurz an. Download-Code. Manche Sachen kann man einfach so, ne? Okay, ich habe keinen Code. Schon gar nichts. Limitierte Items. Ist irgendwas da? Das Spiel ist frisch erschienen. Relativ frisch. Wenn nicht, dann lass es. Oh mein Gott, meine Network-ID vom 3DS. Alter Schwede. Danke, dass es ein bisschen schneller geht als zunächst befürchtet. Ich denke, dass wir uns bestimmte Yokai abholen können. Ich habe ja das Ganze mit kräftige Seelen und geistige Geister verbunden. Knochige Gespenster habe ich halt leider nur als Modul und damit nicht auf dem 3DS hier drauf. Weil das die Edition war, mit der ich halt getauscht habe mit den anderen Edis. Keine Items vorhanden. Dafür hast du so lange geladen! Tanzen ist das Beste! Lebt eine Minute. Dafür. Belohnung erhalten. Deine Belohnung ist eingetroffen. Für das Verbinden mit kräftige Seelen. Seelenkrapfen. Das heißt Kreppel. Und Geistkrapfen. Das ist es. Okay, und die kann ich irgendwie zu... Jetzt laber doch mal keinen Scheiß. Nein, Werbung will ich jetzt eigentlich nicht bekommen. Was machen wir mit denen? Wenn das jetzt Münzen gewesen wären, hätte ich gewusst, wohin damit. Um ein Spezialitem zu erhalten. Ja, ja, klar. Was ist nur los mit der Welt? Download erfolgreich. 5 Sterne. Ey! 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 Wow! Schnieke! Dufte! Töfte! Nicht schlecht! Formidabel! Das war's schon? Nee, das war super. Werden wir jetzt natürlich alles reinschmeißen, keine Frage. Könnt ihr euch so abholen, ne? Guck ich aber doch mal ganz kurz, was diese Kreppel bringen. Frag mich, wir hatten die Diskussion schon, ne? Das ist ein Kreppel. Da. Ja, was mache ich denn mit denen? Fragen über Fragen, wenn ihr die Antwort wisst. Da bin ich Kommis. Ich denke mal, irgendwann kann man die damit bekommen. Die Yokai. Das Haus aber ganz schön gemacht eigentlich. Ja, schmeißt mal noch Münzen rein, ne? Warum nicht heute? Hippolux, Krio, Rhinocerbus, Grafkarius, Tante Herzi. Wäre natürlich was. Ja, das wäre natürlich ein heiler Par excellence. Komm. Tante Herzi hatten wir auch als Heilerin in Yokai Watch 1. Auch per Yokai Mart erhalten. Und es ist... Bullshit. Britannia, ja, und nur ein geiles Item vorne. Sieht auch gar nicht so gut aus. Ja, dann nehmen wir erstmal die Spezialmünze. Boris. Aber ist nur ein dritter Preis, also der ist auch nicht besonders gut. Ich mief nicht, dich kennenzulernen. Boris, Finger weg! Boris. Der Name ist schon nicht schlecht. Der Name geht schon klar. Ein Siegel wird geöffnet, was? So. Und hier habe ich jetzt die größte Hoffnung. Hau doch mal einen S-Rang-Yokai raus, das wäre schon ganz dufte. Und all die anderen Begriffe. Los! Das lame. Ach guck, mehr kann ich gerade eh nicht einlösen. Schön, dass ich das gemacht habe. Tja, was habe ich denn aktuell im Stand? Heiler.
Hornboxer ist natürlich ein Krieger, wie befürchtet. Ich habe keinen Bock, mein Team zu ändern, ich weiß. Opa Gusto und Nix da ändern wir schon noch, aber wisst ihr, das sind halt die beiden Krieger und da habe ich jetzt schon ein paar Unikugeln reingesteckt, wisst ihr, deswegen. Hallo! Hätte ja ein bisschen Glück dabei sein können. Na gut, kann bei den Normalen auch kommen. Bei den normalen Münzen. Also heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder keine Frage. So, die Handlung des dritten Kapitels. Damit beginnen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit am Start. Und ja, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.